Dann schauen wir uns jetzt zusammen an, wie sich so ein Bild auf Mahara zum Beispiel in einem Lernjournal-Eintrag hinzufügen lässt. Dafür gehe ich zunächst hier auf Erstellen beim WG-Burger Erstellen, dann Dateien und dort eröffne ich einen neuen Ordner, so wie wir es für das Fototagebuch gemacht haben. Mache ich nochmal einen Ordner, den nenne ich Dateiablage Link. Verzeichnis anlegen, damit auch wieder Ordnung herrscht auf unserem Mahara-Bereich. Dann ist klar, okay, diese Dateien gehören auch zu Link, gehören aber nicht ins Fototagebuch. In dieser Dateiablage kann ich jetzt gerade dieses Bild hochladen. Ich habe mir eins vorbereitet. Ist auch ein Banner, den habe ich schon mal verwendet fürs Fototagebuch. Aber es geht ja mehr um die Demo. Ich würde keine zu großen Bilder verwenden, sonst wird dieses Lernjournal sehr in die Länge gezogen. Aber ja, ist schlussendlich auch dir überlassen, wenn du das tun möchtest. Da ist jetzt das Bild vorbereitet. Als nächstes gehe ich über den Veggie-Burger hier auf Blogs. Und da sehe ich jetzt zum Beispiel mein Lernjournal-Link, wo ich einen neuen Beitrag eröffnen möchte. Ich nenne den Nummer 2 Testeintrag. Bisschen Text, Lorem Ipsum. Und gleich darunter soll jetzt dieses Bild hinkommen. Da gibt es ein eigenes Icon hier, Bild. Sieht ein bisschen aus wie zwei Berge und die Sonne darüber, da draufklicken. Und ich könnte jetzt hier direkt die Adresse von einem Bild eingeben. Jedes Bild im Internet auf einer Webseite hat ja eine eigene Bildadresse, eine Bild-URL. Dann könnte man das direkt von zum Beispiel der Webseite der PH Thurgau einbinden. Das empfehle ich eigentlich nicht, weil wenn dann zum Beispiel dieses Bild auf der Seite der PH Thurgau verändert wird, gelöscht wird, verschoben, dann verschwindet es unter Umständen wieder in deinem Portfolio. Darum würde ich dann herunterladen zu mir auf die Festplatte, auf den Rechner und von meinem Rechner dann wieder hochladen auf Mahara, damit das dann noch in der Zukunft verfügbar ist, dieses Bild. Aber jetzt habe ich das schon gemacht, darum gehe ich hier unten auf Bild, kann nach unten scrollen, finde da die vorbereitete Dateiablage, wo ich dieses Bild schon abgelegt habe. Ich könnte ja übrigens auch gerade noch weitere Bilder wieder ergänzen, mache ich jetzt nicht. Ich nehme einfach das vorbereitete Bild mit diesem Haken hier auswählen, sage absenden und schon erscheint das Bild im Eintrag. Kann noch einen Zeilenumbruch hinten einfügen, nochmal was schreiben. Lorem ipsum, ipsum. So, damit da noch was darunter steht. Ganz nach unten Beitrag abspeichern. Und schon ist dieser neue Testeintrag hier erstellt mit diesem Bild, ein bisschen Text darüber und darunter. Zum Kontrolle gehe ich noch schnell auf den WG-Burger erstellen, Ansichten und Sammlungen. Da gibt es hier mein Beispielportfolio, welches ich auch verlinkt habe da jeweils bei den Anleitungen. Und wenn ich dann nach unten scrolle, muss noch warten, jetzt ist die Seite geladen. Nach unten scrolle, erscheint da auch automatisch mein Testeintrag und das Bild wieder. Ich hoffe, ist alles klar. Wünsche viel Erfolg beim Nachmachen und noch eine schöne Zeit.